Hallo, mein Name ist Michael Schätzle. Ich bin aktuell Baureihenleiter für die Fahrzeuge der Cayenne-Baureihe. Porsche ist eine Sportwagenmarke und jedes Fahrzeug ist der Sportwagen in seinem Segment. Auch der Cayenne ist ein Sportwagen. Er ist der sportlichste Geländewagen in seinem Segment. Ich habe mitbekommen, wie wichtig es damals dem Vorstand war, dass dieses Fahrzeug sowohl im Gelände der Beste ist, als auch auf der Straße. Und es war eine große Herausforderung, dieses Fahrzeug so zu gestalten, dass es eben im Gelände am besten war, indem man alles an Technik eingesetzt hat, was es damals gab. Luftfederung, Höhenregulierung, Sperrensysteme vorne, hinten, in der Mitte und gleichzeitig eben die Erfahrung aus der Sportwagenentwicklung eingesetzt hat, um das Auto auch auf der Straße schnell zu machen und gleichzeitig noch komfortabel zu sein. Also eine extreme Spreizung, die eben den heutigen Cayenne noch mehr ausmacht. Wenn ich mir den neuen Cayenne ansehe, dann sehe ich ein ganz stark überarbeitetes Fahrzeug. Also wenn man sich das Auto von vorne ansieht, es ist alles neu. Es ist die Haube neu, es sind die Kotflügel neu, es sind die Scheinwerfer neu, es ist das Bugteil neu, das Gleiche im Heck. Es ist komplett überarbeitet und nicht nur im Exterieur, sondern auch im Interieur. Neues Design, neues Bediensystem und das in Verbindung mit neuen Motoren, neuem Hybridantrieb. Wir haben nochmal richtig nachgelegt in der Fahrwerkstechnik. Wir setzen völlig neue Lichttechnik ein mit dem HD-Matrix-Hauptscheinwerfer. Da sind wir sehr innovativ. Also man kann wirklich sagen, es ist ein neuer Cayenne. Was mir persönlich sehr gut gefällt, ist, dass der Schritt vom bisherigen Cayenne auf den neuen Cayenne sehr groß geworden ist. Also ich glaube, dass dieses Design weit in die Zukunft reichen kann. Der neue Basis Cayenne hat einen 3 Liter V6 Turbomotor, 500 Newtonmeter Drehmoment. In Verbindung mit seinem Stahlfahrwerk, mit einem Zweiventil-Dämpfer, haben wir hier ein ganz starkes Package. Und ich denke, da werden alle Leute richtig begeistert sein, wenn sie dieses Fahrzeug bewegen. Und so war es auch auf den Erprobungen. Alle Fahrer haben gesagt, der ist richtig gut geworden. Also der E-Hybrid hat einen neuen Motor bekommen und vor allem einen neuen Elektromotor mit deutlich mehr Leistung. Und damit hat man natürlich fantastische Fahrleistungen. Auf der einen Seite in Verbindung mit einer neuen, deutlich vergrößerten Batterie und einer deutlich größeren Reichweite kann man eigentlich voll elektrisch den Alltag bestreiten. Um die bis zu 80% größere elektrische Reichweite zu realisieren, mussten wir eine größere Batterie einsetzen, 25,9 Kilowattstunden. Und um die Batterie schnell zu laden, haben wir die Ladeleistung erhöht auf 11 Kilowatt. Der neue Cayenne E-Hybrid hat einen neuen elektronischen Bremskraftverstärker. Das heißt, wir können noch besser rekuperieren. Wir rekuperieren jetzt bis zum Stand. Und auf der anderen Seite ist das Überblenden zwischen der mechanischen Bremse und den Bremsen über die E-Maschinen noch mal deutlich besser geworden. Und der Kunde sollte das eigentlich gar nicht mehr spüren, womit sein Fahrzeug abgebremst wird. Damit haben wir nochmals die Effizienz erhöht vom Fahrzeug und gleichzeitig den Komfort beim Bremsen verbessert. Wenn wir uns den neuen S anschauen, da geht mir das Herz auf. Der neue Cayenne S hat wieder einen 8-Zylinder-Motor, 4 Liter Hubraum, 600 Newtonmeter Drehmoment. Und wenn man dieses Auto startet, freut man sich richtig. Das ist wie damals beim ersten Cayenne. 8-Zylinder krummeln. Ich denke mal, da werden die S-Kunden richtig zufrieden sein mit diesem Aggregat. Beim neuen Turbo GT haben wir noch mal richtig nachgelegt und in Verbindung mit dem neuen Fahrwerk, mit größeren Abrollumfängen, mit Zweikammer-Luftfeder und Zweiventil-Dämpfer sind wir auch performanceseitig noch mal auf einem neuen Niveau. Die Physik ist nicht ausgeschaltet, aber die Fahrwerke und die Regelsysteme und die Allradsysteme sind so gut aufeinander abgestimmt, dass man eben das Auto leicht beherrschen kann. Und das ist eigentlich das große Geheimnis. Wenn man ein Auto baut, das sich gut beherrschen lässt, dann lässt sich es auch schnell fahren. Wir haben uns angesehen, wo man nochmal eingreifen kann. Bei den Reifen, bei den Bremsen, bei den Regelsystemen, bei Feder und Dämpfer. Und da wurde eben
überall nochmal ein Quäntchen mehr rausgeholt. Der neue Cayenne hat größere Räder. Das heißt, der neue Cayenne hat größere Abrollumfänge als der Vorgänger. Das heißt, wenn man mehr Gummi hat, kann man mit weniger Luftdruck fahren. Und wenn man mit weniger Luftdruck fährt, dann hat man zwei Vorteile. Erstens, man hat einen besseren Komfort, Kantenkomfort zum Beispiel, die Stößigkeit nimmt ab. Und mit weniger Luftdruck hat man auch mehr Grip. Das heißt, die Performance nimmt zu. Neu ist auch, dass der neue Cayenne jetzt bereits in der Serie auf 20 Zoll Rädern steht. Das heißt, wir haben 20 Zoll Räder, 21 Zoll Räder und 22 Zoll Räder. Und erstmals haben wir auch 22 Zoll Winterräder im Angebot. Und das Ganze haben wir dann noch garniert, natürlich mit neuen Felgen, mit neuem Felgendesign. Der neue Cayenne hat eine neue Technologie, und zwar sowohl in der Luftfeder als auch in der Dämpfertechnologie. Wir haben zwei Ventildämpfer und eine Zweikammer-Luftfeder. Und damit kann man einfach diese Spreizung nochmal erhöhen. Man kann einfach den Aufbau nochmal fester anbinden, wenn man sportlich fahren will, praktisch an die Straße. Und auf der anderen Seite kann man locker lassen, wenn man den Komfort haben will. Und das kann dieses System nochmal deutlich besser darstellen. Licht ist besonders wichtig. Licht ist Sicherheit. Unser neuer Top-Scheinwerfer ist der HD Matrix LED Hauptscheinwerfer. Damit kann man genau, schnell und präzise und homogen die Dinge ausblenden, die man nicht sehen will, und die Dinge aufhellen und darstellen, die man sehen will. In Summe haben wir damit eine deutlich bessere Lichtausbeute gegenüber den bisherigen Scheinwerfern. Das Interieur ist als allererstes mal völlig neu. Es ist Cayenne-typisch, es ist Porsche-typisch und es ist modern. Wir greifen Zitate auf vom alten Cayenne, das heißt zum Beispiel senkrecht aufgestellte Ausströmer. Wir haben die typischen Haltegriffe und es verströmt Luxus. Die Materialien sind richtig hochwertig. Wir haben unterschiedlichste, sehr hochwertige Dekore im Einsatz und natürlich beste Verarbeitung. Das ganze Fahrzeug hat ein neues Bedien- und Anzeigekonzept. Wir nennen es Driver Experience. Wie es sich für Porsche gehört, startet man den Cayenne links, wie jeden Porsche. Und rechts vom Lenkrad haben wir den Fahrtrichtungsschalter, genau wie beim Taycan. Das Auto hat ein völlig neues Kombi-Instrument und es ist gecurved, das heißt dem Fahrer zugewandt. Es hat ein Zentraldisplay mit 12,3 Zoll und völlig neu ein Beifahrerdisplay mit 10,9 Zoll. Im Beifahrerdisplay kann der Beifahrer Fahrzeugdaten abrufen, aber er kann auch Videos streamen. Und zwar so, dass der Fahrer nicht abgelenkt wird. Für mich gibt es drei Dinge, die mich beim neuen Cayenne am meisten begeistern. Einmal die neuen Hybridantriebe mit der vergrößerten Batterie und der stärkeren Elektromaschine, mit der man im Alltag sich viel besser rein elektrisch bewegen kann. Dann das neue Fahrwerk, das eine viel größere Spreizung bietet zwischen Sportlichkeit und Komfort. Und schlussendlich natürlich das Design. Es ist völlig neu am Heck und an der Front, und da kann man sofort erkennen, es ist ein völlig neuer Cayenne.